Was Blumiges, ja. Ich bleib einfach auf dem Weg. Hier Kadaver. Oh. Okay. Das nenne ich mal eine Lichtung. Ich würde mal sagen, das war mal ein Das ist Flugfeld. ein Dorf, ja. Ich habe gerade noch was Mia, gefunden. you won't believe this. I just found an airstrip. Dialog. Das kann nicht eine Katze. Well, what are you waiting for? Radio for help. Right, I'm on it. Wir sollen Hilfe rufen. Schokoriegel. Hier ist eine Axt. Eine rostige Axt. Können wir die alle nehmen, oder? Geh mal weg. Geh mal bitte. Danke. I got him. Habt ihr sie auch? Nee. Och nö. War nicht schlimm. Ich find's schade. Oh, rostige Machete. Oh ja, die kann sich auch jemand nehmen. Kann ich auch nicht nehmen, Digga. Ich würde aber vielleicht mal meine Axt gegen die Obsidian-Axt austauschen. Ja, warum nicht? Ich nehm die Machete mal. Geil. Hier ist ein Instant-Café. Zwei Instant-Café. Hier ist ein Bett. Ich hab ein Funkgerät, Alex. Ja, ich würde es gerne benutzen. Oh, no signal. Kein Signal. Ich habe auch nochmal Schmerzmittel gefunden. Instant Coffee. Ich gehe mal einmal rüber auf die andere Seite. Oh, hier kann man speichern. Wo? Bei dem hier, Kalender. Wo mein Name steht. Hm. Hier ist ein Vorhängeschloss. Wir müssen einen Schlüssel suchen. Okay. Wo stand denn dein Name? Großkatze hin. Da, hier an dem Kalender da vorne. Ist ein Erste-Hilfe-Kasten? Was? Ja, da war ein Schmerzmittel drin. Ah, okay. Danke. Ist die Großkatze weg? Ja, die ist da lang gelaufen, ne? Und die macht sonst wieder Aua mit. Okay, Leute, wir müssen einen Schlüssel suchen, damit wir in dieses Haus kommen. Wo ist denn das Vorhängeschloss, Alex? Vorne rechts, da bewegst du dich gerade drauf zu. Ne, jetzt läufst du dran vorbei. Huch. Ja. Oh. Schlüssel. Hier. Okay, Machete ist kein Schlüssel. Was? Kann man ja probieren. Ich glaube, da bekommen wir unseren Strom her, aber wir müssen einen Kletterhaken dann suchen, ne? Ich lauf mal zu der kleinen Hütte auf der anderen Seite der Landebahn. Ah, da ist noch einer. Hey, wenn jetzt diese Katze daherkommt, ich lieb aus. Ich klatsch die weg, Alter. Das musst du sagen. Ist da was? Repariere das Funksignal, finde einen Weg, da hinabzusteigen, ruf Hilfe mit dem Landebahnfunkgerät. Okay. Danke, Digga. Hier hinten ist nix, ne? Okay, was haben wir gelernt? Angelhaken haben wir gelernt. Also, suche Hilfe, finde einen Weg zur C-Note abzusteigen, rufe Landebahn. Okay, repariere das Funksignal. Wahrscheinlich ist der Schlüssel unten. Wir brauchen also den Kletterhaken. Setz my way of thinking. Okay. Ich würde aber spontan sagen, wenn wir jetzt mal da auf die andere Seite gucken, da führt ein Weg hoch. Das ist ja schon heftige Exposition, muss man schon zugeben. Die Cora sagt nichts mehr, okay. Was? Ich bin da. Ich habe gerade einen Autorücksitz gefunden. Und ein Snack. Ein Schneck. Ja, geil, das heißt, ich kann uns später voll geil Kaffee aufbrühen, oder? Oha. Ich geh mal pennen. Wenn wir mal wieder so Kokosnussschalen kochen. Ja, schlaf gut, Alex, gell? Naja, danke. So, mir geht's wieder gut. Ja, ich leg mich auch kurz hin. Ich auch. Damit ich volle Ausdauer dann hab. Also Strom scheint hier irgendwie zu laufen. Alles gut bei euch? Habt ihr... Mhm. Ja, wir haben gerade geschlafen. Sehr gut. Dann... Auf! Erst nur schnell was. Mhm.
Aber ich esse auch kurz was. Ich stehe hier noch rum, weil ich was esse. Mhm. Komm sofort. Ich muss was trinken, dringend. Mhm. Hast du Wasser? Ja, ich habe jetzt meinen Bidon ausgetrunken. Okay. Mhm. Okay, ich komme. Gut, wir können weiter. Es gibt zwei Wege wahrscheinlich. Aber ich glaube, der hier ist so der prominenteste. Okay. Oder auch da? Ja. Ja, ich komme. Ich bin direkt hinter dir. Oh, hier ist Molinera, wenn wir brauchen. Oh ja, nimm mit. Nee, also ich hab massig. Ich hab 6 Verbände. Ja, aber keine Fungier, ne? Das nee, ist genau. Das ist das Problem. 2 Verbände und 2 Tabakverbände. Ah ja, gut, okay. Dann ist ja... Mhm. Uns fehlen nur die Funkien oder wie sie heißen. Funkinellen. Augen offen halten, ne? Weiß ja nie, was kommt. Vielleicht kommt eine böse Miezekatze. Ich glaube, hier kommen wir nicht weiter. Nach einem versperrten Weg aus, Alex. Außer, man kann sich da durch... Nee. Nee. Da geht's nicht weiter. Dann ist es clear. Dann ist das Ende der Map. Ja. Und so viel zur Exposition. Wird's jetzt endlich wieder hell, danke, tschüss. Langsam, jetzt ist ja irgendwie 4 Uhr oder so. Ja, 5 Uhr schon. Hast du auf die Uhr geguckt? Ja, 5:10 Uhr. Ja, gut. Wird ja. Dann sieht man ein bisschen mehr. Ich würde mal hier hinten gucken. Ich glaube, da geht's auch noch raus. Ja, du bist jetzt hinter mir. Hier ist Tabak. Pass bloß auf, falls die Katze hier rumlungert. Miau. Au. Au. Wenn das eine auf jeden Fall eine Katze rum. Eine aufgedrehte. Ein kleines bisschen aufgedrehte. Ich wieder aufgedreht. Pass auf, Ameisenhügel, gell? Wo? Links. Okay, dann gehe ich rechts. Danke. Aber wir müssen zurück. Wir müssen eh zurück. Weil irgendwie führen die Wege nicht dahin, wo wir eigentlich hin sollten, oder? War der Schlüssel auch am Flughafen? Wir haben ihn jetzt nur übersehen. Ja, aber der Schlüssel soll doch unten sein. Warte mal. Oh, ich bin in die Scheiße reingelaufen, weil hier eine Funk hier ist. Weißt du was? Goddammit. Ich kann das nicht mitnehmen, die scheiß Funk hier, wegen den Ameisen. Ja, leck mir am Arsch. Habe ich jetzt doppelten Schaden, ja. Nein. Der Schlüssel soll doch unten sein, dachte ich, oder? Ja, aber wir haben keine Kletterausrüstung. Genau, aber dann brauchen wir hier nicht mehr nach dem Schlüssel suchen. Wäre jetzt meine Idee. Alex, warte mal kurz, wie sehe ich nicht mehr? Ich hab dir welche entfernt, Nico. Okay. Jetzt seht ihr mich wieder. Hier ist auch wieder so ein Weg. Hier sind so viele Wege. Also auf, da ist schon wieder so ein Hügel. Ja, ich sehe es. Da ist gerade auch eine Kokosnuss runtergefallen. Oh, hier ist eine unbekannte Frucht. Hier bei mir. Mhm. Die Orangen sind gut. Sieht aus wie eine Kaki. Oh, hier ist gerade eine Nuss gefallen. Sehr gut. Nehmt sie euch. Da ist noch so ein Hügel links. Ja, genau, den habe ich mir schon gedacht. Ich glaube, wir sind wieder am Ende, oder? Ja. Wir sind Funkchen. Ich brauche die Dinger eh gerade, weil ich habe ja noch 2 offene Stellen. Hm.
Kletterausrüstung. Hast du? Hm? Hast du gefunden? Nee, aber die braucht man halt. Mhm. Wo ist der Nico? Ich bin da. Ah ja. Ich bin rechts vorne, ich laufe einfach nur an der Wand entlang. Mhm. In der Hoffnung, dass wir vielleicht eine Höhle oder sowas finden. Das ist eine gute Idee. Ja, Nüsse. Vorsicht, Ameisenhügel, ne? Immer aufpassen jetzt. Ein toter Aare. Hat sich jemand die Koordinaten vom Flugfeld gemerkt? Nee, steht es nicht auf der Karte. Nein, die Karte, das ist ja genau das Problem. Achso. Hier gibt es. Rechts führt ein Weg hoch. Ja, warte mal, wir können jetzt nicht. Wo ist denn der. Ist im Osten irgendwo, ne? Okay, hier ist eine Kletterstelle für den Kletterhaken. Kommen wir hierher? Ich glaube ja. Alex. Ich glaube auch. Ich glaube, wir sind jetzt einmal komplett zurückgelaufen. Nee, kann ja nicht sein. Wir kommen doch von der anderen Seite vom Flugfeld. Ja, wir sind jetzt gerade den Weg zurückgelaufen und dann Richtung Norden. Das macht schon Sinn. Ich brauche gerade Stücke. Geh mal einen Schritt zurück. Gut, Nico geht halt keinen Schritt zurück. Danke. Genau, hier sind wir lang gekommen. Hier war doch irgendwo der Ameisenhügel. Genau, hier standen wir davor und sind dann hier rechts gelaufen. Vorsicht, Ameisenhügel. Habe ich gerade gesagt. Bin ich reingelaufen. Aber fast. Genau, hier sind wir rübergekommen. Ja. Okay, und hier ging's dann irgendwo Richtung. Ah, jetzt bin ich in die Scheiße wieder gelaufen. Meine Güte. Was ist denn hier unten? Ja, genau, hier sind wir dann runtergelaufen zum Flugfeld. Genau. Ich muss mal ganz kurz. Und da lang? Das weiß ich noch nicht. Also hier meine ich. Aber nicht, oder? Nee. Ja. Wir können schon vorgehen. Ich mach mir nur ein paar. Nico. Hallo. Hi. Oh, ich kann in deinen Kopf hineinschauen. Ja, bei dir sind nichts anderes als Haare da. Nico, deine Augen. Oh ja, Jungs. Deine Augäpfel sind richtig nice. Auf. Ja, ich mach mir. Schäker da hinten. Ich hab mir nur Pfeile gemacht. Denn Nico macht sich an mich ran, ich kann nichts dafür. Oder. Nee, warte mal, darunter ging's zu der Kletterhöhle. Hier geht's zum Flugfeld. Ja, hier ging's zum Flugfeld, genau. Ja, jetzt sind wir wieder beim Flugfeld. Mhm. Okay, also, wo waren wir noch nicht? Ich habe einen Weg, 28, 23 sollten wir uns ungefähr merken. 28, 23. Ja, ich habe auch gerade geguckt. Wo geht's denn hier lang? Geht's da nur runter, oder? Mal gucken, vielleicht finden wir ja was. Vielleicht haben wir hier einen Kletterhaken übersehen. Zum Runterklettern oder so. Ja. Das sieht nicht richtig aus. Haben wir irgendwas übersehen? War nix hier lang vielleicht? Nee, da oben war ja nichts, gell? Ja, genau, da waren wir ja. Oder? Weiß nicht, ob das da war oder weiter vorne. Ich glaube, es war weiter vorne. Lass uns mal gucken.
Ah, oh, schon wieder ein Ameisen. Ich hasse diese Dinger. Hier sind aber auch echt viele. Ja, das ist halt auch wirklich schwer hier. Hier geht auch nichts. Hm. Und hier ist auch kein einzelner Fluss. Ich bin schon wieder reingelaufen. Was ist das denn für eine Kacke? Warum sind die denn hier überall? Ich glaube, wir sollten hier lieber ein Lager bauen. Wenn ich ehrlich bin. Ja, wir haben ja alles. Vielleicht ein Lagerfeuer, aber... Aber vielleicht auch, ach ja, zu schlafen können wir, speichern können wir, ja, stimmt. Ja. Aber trinken und so. Deswegen Lagerfeuer. Achso. Ja, nee, Wasser fehlt uns. Wasser ist hier schwer zu bekommen. Wir können höchstens einen Regenfänger. Oder halt einfach Kokosnussschalen auslegen. Ne, wollt ihr gerade bauen oder so? Ich würde noch mal ganz kurz gucken, ob ich hier nicht doch noch was finde. Do you want to play with a snowman? Hier liegen Kokainpakete. Na, hier ist nichts. Ich habe eh schon so viel Ausschlag. Dann macht es für mich keinen Unterschied, ob ich noch in einen Ameisenhügel reintrete. Ja, das macht schon einen Unterschied. Du weißt, die sammeln sich ab. Ich würde jetzt einfach mal mitten auf die Landebahn meine Kokosnussschalen auslegen. Ja, ich mache mit dich kommen. Ich habe gerade ganz kurz ein Momentchen geratzt. Beziehungsweise ich mache folgendes. Ich baue das. Dann baue ich das. So. Cora. Ja. Dann lass uns mal sofort das bauen. Ich glaube, diese riesigen Kokosnussbäume, die kriegt man nicht umgehauen, gell? Boah, meine Güte, wo findet man denn das? Wie jetzt? Da ist kein Holzscheit rausgekommen. Jetzt fängt das noch an. Ah ja, okay, gut. Ja, hier sind überall nur Palmen. Ich würde mich auch mal schlafen legen hier bei uns. Hier hinten ist noch ein Baum. So. So, nochmal eine Runde pennen. Oh, ich hoffe, meine Krankheiten gehen damit weg. Lange Stöcke. Ja. Also, dann. Kletter. Aber wo könnte der denn sein? Ja, weiß ich auch nicht. Ja, entweder müssen wir wieder zurück, weil wir nicht alles entdeckt haben, bevor wir hier hochgeklettert sind quasi. Dass es da noch was anderes zum Entdecken gab. Aber hat nicht wirklich so ausgeschaut. Ja, das ist immer so das Problem, ne? Okay. Oder wir haben hier irgendwas nicht gesehen. Was da? Ich geh noch mal eine Runde gucken. Okay. Wir bauen hier einfach mal. Das wäre super. Vielleicht finde ich ihn. Jetzt bin ich wohl eingelaufen, oder? Ach, du hast geschimpft. Okay. Also hier gibt's auch noch mal so ein...
So ein Baum für Ayahuasca, wie ich sehe. Okay. Also vielleicht müssen wir das irgendwo machen.